failed me for the last time. Thank you for looking. Yeah, I am 3DPO mechanic people contact here. That are only the Star Wars show are only for United Kingdom and United States of America. That are only Mickey Mouse are only Disney, and that are only for you. The first, yes, the first. It's the first. This is the first program in English for UK and United Kingdom of the United States of America. Thanks to the Star Wars group family by Facebook, Star Wars is 42 years old with Star Wars professional connections. I am not a fan but a dealer and a service provider in the economic world of promotion and marketing for Lucas Games and Lucas Films Star Wars movies here in Germany. Yes. I'm too sorry, I must thinking are only in English. My brain are only in Germany, you know. Okay, I say thank you for Star Wars family. You are the group by Facebook. I found it fantastic. What do you do there? Yes. It's not possible to like Star Wars as in UK or are in United States of America. It's unfortunately so the monster internet makers a lot of possible, but signed Star Wars now Disney heard a split came here because the EU universe with 333. And Old Republic has more affirmation and there is a lot of convention, you know. Germany convention are higher with convention on United Kingdom or only in United States of America. Okay, I am not a fan, you know. We have contacted on Sunday. It's very nice with you to talk. I hope you understand me. My brain are only Germany and I must thinking now are only in English, you know. Thank you for the nice convention. Yes, the US and the UK pictures are just fantastic and worth seeing. There are UK and United States times the fans are what is not the case here in UA universe, Europa, you know, EU. Europa. Okay, I must think that are only German and in English, alright? Unforgettable made today the first show in English. That is the first show in English to make the first contact a bridge wild from old Star Wars to new Star Wars. Unfortunately, I have no fans support me here on the spot. So you can see this show only with me, you know. I hope you can understand me. That are the first, are only in English, the first for you. I'm not here in Germany, yes, that are not the Star Wars show from Disney, you know. The Star Wars show from Disney is the best show. That are only I am, and I'm not the best, you know. Yet are only YouTube, and YouTube is fantastic, okay, you know, yes. I hope will be well understood now, make a show for us, or UK, United States, are all from Germany, or EU, pew. It's not the community hit there, USA or UK, the Disney broadcast has the Star Wars show, because EU. And Germany, no such broadcast has been the idea just such to make unfortunately not possible because Germans are a little different as UK
or United States of fans. The United States fans are better fans from UA. Also, I switch now in Germany. Europa is nicht so wie Amerika, you know? America is not UA, alright? European, that are only here European. European are not so far away. We are United Kingdom, are only United States of America. I want like to think you on this way to be in the group Star Wars family and to create your ID in your garden. Star Wars to be able to be here. What a nice idea is to be closer to the stars. That's a very nice what you think you are with Star Wars near by the stars. It's a nice idea. I hope so in your garden that are doing. So I am now switched my brain from English to German to the German audience to explain it this show. Thanks for watching. Maybe a friendship is developing, belong to the old style first time 42 years ago, 1979. Okay, I must now switch my think only in English, now in Germany. Welcome in Germany. I am 3DRPO, the mechanic people commander to talk with people are now. Okay? Bye bye, United Kingdom. Bye bye, United States of America. Okay, that are only the first show, are only in the kingdom and United States of America. Okay, I switch now. Und nun sind wir in Deutsch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich habe natürlich sehr viel Kontakt hier mit Disney. Ich habe natürlich sehr viel Kontakt mit amerikanischen Fans. Und ich habe da einen Fan, nennt sich Familie, Star Wars Familie. Und die Star Wars Familie macht im Garten eine riesengroße Star Wars Geschichte. Und diese Star Wars Geschichte bedeutet, dass sie näher an den Sternen wären. Und das hört sich an sich gut an. So, I translate what I had said to English. I know jetzt now in German, you know? Alright. So, wie gesagt, ich werde niemals eine Sendung herstellen können wie The Star Wars Show, das geht überhaupt nicht, weil die Mittel sind nicht begrenzt, nur sehe ich nicht ein Mittel dafür auf den Weg zu bringen, weil dafür ist nochmal Star Wars und das ist ein Star Wars Produkt jetzt. I tell the German people that I do my here are only for YouTube, are not think about of the Star Wars Show are only from Disney, you know. Disney is the best production of Star Wars and United Kingdom are only United States of America, people are only fans from Star Wars, the best friends and best family from United States of America group are only by Facebook. Okay, also wie gesagt, ich versuche natürlich eine Sendung zu machen. Ich werde natürlich jetzt keine amerikanische Sendung machen. Müsste ich vorher gucken, ob sich das lohnt. Weil warum sollte ich jetzt eine amerikanische Sendung machen, wenn die doch The Star Wars Show haben? Ja, die haben The Star Wars Show. The Star Wars Show is the best of from Disney. Und ich freue mich im April The Convention in Chicago to see in streaming. Yes, I hope the streaming are in April. We can see that 11 to 15 on the week in streaming, and I hope you can see the first trailer are only of Star Wars. You know it? Nein, yes. Also ich freue mich natürlich auch, wenn der erste Trailer im April im Streaming, weil in Chicago werde ich wohl selbst nicht vor sein. Um mir diese Star Wars Sache da anzuschauen. Ich hatte jetzt, wie gesagt, mit der amerikanischen Familie darüber philosophiert und deswegen hatte ich jetzt dieses Video mal zum ersten Mal in Englisch gemacht. Ich weiß, dass ich jetzt sofort wieder angegriffen werde, weil ich nur mal so Spökes da von so einer komischen Gruppe da habe und deswegen bin ich der Meinung, dass wir in unserer Gruppe we are the first group from the world 42 years ago, 700
1979, the first look of Star Wars in the cinema. We have to do that. Okay, we have to do that. It's all right. I'm thinking now in Germany. Okay, so wie gesagt, mit der amerikanischen Familie, also die nennt sich so, die Gruppe nennt sich Star Wars Familie. Und ja, wie das so ist in Amerika, da haben einige Häuser und große Gärten. Und ich finde es toll, dass der in seinem Garten ziemlich viel mit Star Wars macht, große Gerätschaften dort aufstellt, um den Stern etwas näher zu sein. Ich finde das fantastisch. Und ich weiß ja nicht, wie ihr seid natürlich sicherlich alles besser, ihr könnt alles besser, ihr könnt besser Englisch, ihr seid die Star Wars und so weiter, ihr seid die Young Generation zwischen 15 und 35, wir Oldisten hier, we are the oldest Star Wars Generation, wir sind zwischen 50, 60, 70, 80 Jahre alt, an sich werde ich das Projekt Oldies ins Leben rufen, das habe ich ja auch ins Leben gerufen, diese Show ist für Star Wars Fans Oldies. That's are the family, that's are Star Wars, that's are the show of oldest people 40 to 80 years ago, you know, old people, you know, alright. So, und wie gesagt, jetzt eine Englisch-Sendung, Deutsch-Sendung ist dabei jetzt, weil es sehr viel Spaß gemacht hat, jetzt gerade mit der Star Wars-Familie gesprochen zu haben. Und habe ich spontan gesagt, gut, ich mach, warum auch nicht. Mir ist da vollkommen egal, ob ich hier angegriffen werde oder nicht, dass die Projektgruppe da mir dauernd so merkwürdige E-Mails schreibt, mich runterputzt und auch andere Sachen von sich gibt, weil die ja der Meinung sind ja das Bessere. Also mir ist persönlich aufgefallen, dass Star Wars im Keller ist, weil Star Wars ist an sich nur noch gedacht für Kommerz. Ihr wollt unbedingt Convention machen hier, ihr setzt euch auch ein, ihr habt auch Foren und was weiß ich. Aber im Hinterkopf habt ihr damit Geld zu machen, Geld damit zu verdienen. So scheint's, so sieht's aus. So, dass unsere einzelne Sendung macht auch Spaß, das interessiert euch nicht. Euch interessiert es halt nur, dummes Zeug von euch zu geben, darunter dummes Zeug zu schreiben, einen anzugreifen, also euren Hass da zu verbreiten. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Sir Tim Berners-Lee dieses World Wide Web ändert. Dass es ändert, dass das Hass aufhört und dass die Datenschleichen da und die ganzen Cookie-Gedöne, also das Monster-Internet bereinigt wird. Da stehe ich zu. Wäre nett, wenn das geschieht. That's are only the people here in Germany I talk with. I hope you understand what I here make for the German people, that's a show, it's okay, it's a little show, only for YouTube here, are not for English people, are only for Germany people, European people. I must think are only of all voices here come in European. European voices are only French, Spain, Italy, and so on. But I have no do that, are only for European and not for UK, are not for USA. I make that for Germany, you know. And Germany is not so far away to Star Wars show, only in United or in United States of America, you know. Okay, also wie gesagt, es ist Disney, es bleibt Disney, es ist Disney, es bleibt Disney. Es ist... That's the roundabout calendar, never-ending calendar, you know, never-ending calendar. Heute the 219, alright. Ja, im Jahre 2090 den Herrn Anno Knack, schon was weg, hab ich schon. Juhu, da bin ich wieder. Ach, herrlich. Also wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Amerika ist jetzt abgeschaltet, sage ich jetzt mal. Die wundern sich, warum ich jetzt nur Deutsch spreche. Also mir auf eine Art egal. Mir macht es, wie gesagt, riesen Spaß. Und dass ihr da, wie gesagt, einen immer zwischen die Hörner klatscht und euch aufregt, dass man hier so rumläuft wie... That are only Sweet Rapio. Sweet Rapio. Mechanic People Contactor. Yeah. Okay. Wie gesagt, das ist natürlich so eine Sache, das ist die erste Switch-Sendung hier für Amerika, England und Deutschland
oder Europa. Vielleicht kann es ja sein, dass einige es verstehen. So, wir wissen alle, dass es noch keine intelligente KI gibt, was diesen Artikel 13 betrifft, überhaupt diese ganzen Verordnungen. Der sogenannte Angriff auf YouTube ist sowieso totaler Quatsch, was Herr Foster macht. Da muss ich jetzt als Involvierter mich nicht wieder einbringen, weil es ist Quatsch, totaler Quatsch. Ich meine, wenn die Jugend zwischen 15 und 35 oder die sogenannten Schulschwänzer da der kleinen Greta hinterherrennen und noch mehr Müll produzieren, das ist die Wahrheit, ihr schmeißt sogar die Schilder da hin und so, ihr wollt eine bessere Umwelt, ihr wollt ein besseres Star Wars und selber produziert ihr nur selber Müll. Ist schade, dass das alles so ist. Deswegen sage ich hier das Internetmonster, was aus Versehen geboren wurde durch Sir Tim Berners-Lee, muss geändert werden. World Wide Web muss geändert werden, sollte an sich bereinigt werden. Wir haben nochmal 30 Jahre Zeit dafür. Meiner einer wird das wohl nicht erleben, aber egal. Ja. 42 years ago, they are Star Wars now in a cinema. We have seen that. So, und wie gesagt, vor 42 Jahren zum ersten Mal Star Wars im Kino gesehen und für gut befunden, aber leider nicht Fan geworden, auch kein Püppchensammler, auch nicht eruiert, oh, machen wir Umsatz mit. Ja, deswegen sind diese Videoclips nicht so entsprechend wie andere Videoclips bzw. andere Sendungen. Die Anfeindungen ist normal durch das Monster-Internet. Das hat sich so ergeben, dass die Menschen halt mehr Feinden wie Freunden. Denn früher, auch so wie jetzt hier, the first program in English are okay and United States of America, UK, United Kingdom, you know. Okay, thanks to the Star Wars group family. Thank you very for the email and so on. The group by Facebook with name Star Wars Family. Yeah, by Facebook Star Wars is 42 years old with Star Wars professional connections. Connections. So, I stop at English now. I speak now only for the Germany people are here looking for this here. Das Beste ist natürlich, dass wir jetzt wieder welche sitzen und sich beömmeln und so weiter. Wisst ihr? Ihr dürft euch natürlich beömmeln, ihr dürft natürlich mich kritisieren, ist doch auch in Ordnung, weil das hier spontan ist. Ich habe mich also nicht vorbereitet, ich habe ganz andere Rechtssachen machen müssen und die habe ich auch gemacht, weil die viel wichtiger waren. Und dieses hier ist sozusagen wieder mal so eine Abfallproduktion, weil ich, wie gesagt, bei diesem, was ich gerade machen musste, was etwas wichtiger war für die Firma und so weiter, ja, wie früher halt. ICQ kam immer dazwischen, hey, was machst denn du und so weiter. Wer das sich noch auskennt mit AOL und ICQ und Skype. Und wie gesagt, es war halt so und dann musste ich es halt unterbrechen. Und ich fand es sehr nett, wie er mich angesprochen hat. Und daraufhin hatte ich mir erwogen, hier, komm, mach mal sowas. Natürlich wieder mal zum Leidwesen meiner Person, dass ich jetzt wieder niedergemacht werde. Und dass ich wieder angegriffen werde, nur weil ich dieses gemacht habe. Aber ich möchte euch auch ein bisschen sensibilisieren. Ich möchte euch auch etwas näher bringen, dass das Monster Internet und alles, was ihr da so treibt im Moment, auch wegen diesen politischen Kadaumes da, Artikel 13 etc., Verordnungen und urheberrechtliche, was weiß ich nicht alles. Meine lieben Freunde, lasst euch doch bitte nicht so dermaßen manipulieren. Ihr lasst euch leider manipulieren. Wir haben uns damals nicht in eurem Alter 15, 35 manipulieren lassen. Auch wir waren auf der Straße 1968. Auch wir waren politisch involviert, das ist richtig. Und deswegen passt das ja auch alles. Das Wort Krieg schon alleine. Krieg der Sterne. Ja. I translate only in a moment here in Germany. I translate it not in English, you know. It's the Germany voices, it's the Germany same, not in English. I'm too sorry. I hope you can't understand what I mean here as 3DO mechanic people contactor, you know. Okay. Nein, ich fand das so super. Er schaut sich auch die Sendung an, nur die Amerikaner und die Engländer sagen immer, Schitte, wir verstehen dich nicht, weil komischerweise die Amerikaner und die Engländer und auch diverse andere diese Show mögen. Also muss ich schon vielleicht erwägen,
mich hinzusetzen und englische oder amerikanische Shows zu machen. Vielleicht auch versuchen, englische Amerikaner, die hier leben, irgendwie zu bezahlen, dass die da so eine Show machen. Und dass man vielleicht zum ersten Mal auch Erfolg hätte, wie ihr so schön sagt, man macht sowas, um Geld zu verdienen. Aber meiner einer hatte gar kein Interesse, um Geld damit zu verdienen, weil er, wie gesagt, mit Sir Timothy Lee for the Web Foundation viel zu lange involviert, über 30 Jahre. Und wie gesagt, seit 76 als Firma analog digitale Wandlungen ganz andere Ideen auf dem Weg und ganz andere Ideen überhaupt hatten, beziehungsweise ich hatte, um irgendwas Schönes zu machen. So, das hier ist 42 Jahre Star Wars, wo man miteinander an sich, so war der Kern der Sache, miteinander philosophiert, sich miteinander unterhält, aber nein, man muss ja angefeindet werden, man muss ja gehasst werden, es gibt ja nichts anderes mehr. Das Monster Internet ist verseucht, leider, es ist verseucht, es lässt viel zu viel Rückschlüsse zu, die gar nicht stimmen. Man wird angegriffen, man wäre, was weiß ich, besoffen oder man schmatzt, ne? Irgend so ein Schwachsinn, oder ihr kommt da mit eurem negativ, dirty Hobby-Gedöne, das hatte ich in der letzten Sendung ja auch schon auf den Weg gebracht und wiederhole es jetzt nicht. Ja, Star Wars. Oh yeah, you're fantastic now, I only, you know. Yeah, that's a fantastic scene. That's a fantastic scene, are only for Han Solo and Leia Organa. You know, that was the first hope and so on. The first time for 4, 2, 6, 4, 5, and 6. That are very nice to see that thing with Han Solo and yes, Organa, Leia Organa Solo. The Marayush of Lord Darth Vader. Yeah. Okay, wie gesagt, solche schönen Figuren in so einem Case, in so einem Szenario, in so einem Diorama, macht es schon Spaß zu haben, irgendwie als Eyecatch irgendwo stehen zu haben. Die Figuren sind 15 cm groß, beinhalten die Szene, die jeder kennt. Und macht halt Spaß, so etwas zu besitzen. Das ist richtig. Das ist ja natürlich etwas für die Sammler. Ist ja klar. Ja. Okay, the second figures are only of Han Solo. That are from the same, you know, the same wie Mykonos. Mykos, there are Mykos. And so on. That are Han Solo, the next. Figures. Also das ist an sich so eine Szene mit Han Solo, wie er da in diesem Wesen eingetaucht ist, aber nicht wusste, dass diese Mykos, oder wie die da heißen, ich komme jetzt nicht drauf, sich da an diesem Falken gesetzt haben und er dann versucht hat, mit Leia und so weiter da wieder rauszukommen. Es gibt halt gute Dioramen oder so Figuren, die man, wie gesagt, als Eyecatch irgendwo im Büro oder halt bei sich selber unterbringen kann. Na, ich mache das nachher wieder ordentlich zu, jetzt nicht. So, weil das so spontan war und da ich ja mit Englisch angefangen habe, damit ihr euch wieder kaputt lachen könnt, was ihr auch gut findet, Hauptsache ihr habt was zu tun. Ich finde auch die Leute gut, die sich extra angemeldet haben, um hier drunter ein Pamphlet einzusetzen, um mir natürlich wieder ein für die Kandare zu hauen. Das ist aber, wie gesagt, jetzt wie RyPO gewohnt. Ne? Wie RyPO, den reißt man ja den Arm aus. Ja, das ist wie RyPO, der Mensch-Maschinen-Kontakter da, der da halt immer einen vor den Koffer bekommt. So, ich habe natürlich eine wunderbare Figur bekommen, die da im Jahre 2005 irgendwie so eine Convention-Figur war das, glaube ich, von Chewbacca, die da leider im Preis explodiert ist. Die lasse ich jetzt mal da oben, weil ich jetzt nicht da so dran komme. Ah ja, vielleicht komme ich ja doch dran. So, das ist die. Da steht auch jetzt ganz fett drauf, Walt Disney. Wahnsinn. Chewbacca.
um die 60 Euro. Ja, laut Papiere, also hat auch keine Nummer, seht ihr? Hat auch keine Nummer. Das ist Chewbacca. Aber wie gesagt, müsst ihr gucken. Ja, die haben da nur reingeschrieben, dass es ein Wookie-Krieger ist. Ich meine, das wissen wir selber. Wir wissen das selber, dass das ein Wookie-Krieger ist und so weiter. Aber wie gesagt, das war aus so einer Convention, glaube ich. So eine Figur, die da irgendwie auf dem Weg. Ihr wisst es besser. Ihr könnt dann sagen, was es wirklich war. Ich habe das ja, wie gesagt, nur so bekommen. Eingekauft wegen einem Kunden. Aber der Kunde hatte sich dann für was anderes entschieden, weil diese Figur leider nicht pünktlich ankam zum weihnachtlichen Fest. Ja. Jo, worüber können wir denn heute noch reden? Wie gesagt, das war eine Spontansache für die Gruppe, die mich da eingeladen hat. Star Wars Family. Ich finde das stark, stark, Star Wars Family. Ich finde es auch stark, dass ein Riesengarten da jetzt mit Star Wars Vehikeln erbaut wird, um den Sternen näher zu sein. Ich finde schon die Idee alleine, finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Also ich habe jetzt leider keinen Garten. Wenn ich einen Garten hätte, wüsste ich jetzt nicht, ob ich das machen würde. Was ich machen werde, das ist natürlich diesen Falken zusammenbauen, wenn die Augustini mir endlich die drei letzten 98, 99, 100 an Tüten da zugänglich macht, damit ich das endlich zu Ende bauen kann, weil da ist die Elektronik drin, die ich gewissermaßen brauche. Einige haben dasselbe Vergnügen und bekommen da ihre Sachen nicht zusammen. So, ich bin ein I'm a dealer, I'm not a fan, you know? Okay, ich bin wie gesagt ein Händler und kein Fan von dem Ganzen. Ich hätte mir das mal so gedacht, so ein Eye-Catching zu haben. Ich hätte ja auch Star Trek nehmen können. Und we are the copy and made in house. And not a fun house are only for pictures, are only for figures and so on. We are a dealer, not we are, ja, muss ich jetzt übersetzen, da Dienstleister. We are the company. We make pictures, we make copies and so on. Yes. So, jetzt bleiben wir mal wieder bei Deutschland und bei Star Wars Deutsch. Ihr merkt ja selber, dass es gar keine deutsche Star Wars Sendung gibt, wo da so richtig losgelegt, wo da Stars sitzen. Ich könnte natürlich, aber was bringt denn das? Was bringt denn das, so viel Geld auszugeben? Ja, das Geld muss, tut mir leid, ich bin ein Unternehmer, das Geld muss wiederkommen. Ich kann das nicht einfach, ich kriege da heiligen, herrlichen Ärger, bekomme ich da, da habe ich gar keinen Bock drauf. Diese Sendung, wie gesagt, noch einmal zum besseren Verstehen, ist ein Witz, ist ein Spaß, Satire etc. Alles Mögliche fließt hier ein, um eine Sendung zu machen, auch Spaß bei YouTube, weil YouTube ist für mich immer noch nichts, gar nichts. Ja? Alle YouTube-Stars, da, was ist denn das? So sagen hier meine einige Kunden sagen so, ah, du, ich habe die Nase so voll, mein Sohn da, ey, der kommt da immer mit so einem Quatsch da an. Sagt er da, mein YouTube-Star, der wird bald abgeschaltet. Ach, sag ich, komm, vergiss es. Nimm es nicht so hin, das ist halt die Jugend von heute. Die Jugend von heute ist YouTube verseucht, Facebook verseucht, Internet verseucht. Das Monster wird ja irgendwann mal im Mai geändert werden. So Sir Tim Berners-Lee. Ich meine, ich habe mir das Solid angesehen. Ich habe mir auch die anderen Sachen, die da zuzüglich an Solid angelehnt sind, schon. Ich habe auch meine erste Maske da, meine Website sozusagen, aufgestellt mit den Daten. Ich habe auch korrespondiert. Wie gesagt, das ist MIT, das ist eine Universität, das ist, hat jetzt nichts mit meiner Firma zu tun, ich sponsore da, dieses Sponsoren ist okay, dass das mitgeholfen wird, die suchen halt Sponsoren, das ist klar, mehr ist da nicht. Ja, also ich kann jetzt schlecht nach Amerika ins MIT als Gasthörer mir das an, ich kann auch nicht nach Lissabon, kann ich jetzt auch nicht, um mir das anzuhören, weil es bringt mir nichts. Ich meine, ich bin wissbegierig, ich habe Spaß zu lernen, ich habe Spaß etwas an den Erfindungen dran teilzunehmen oder haben oder ne, daraus zu, irgendwas zu basteln, zu bauen, ja, zum Wohle der Firma, ist klar. Und ja, ist genauso, also Star Wars ist für mich ein Produkt, ja,
das ist ein Produkt, da habe ich absolut keine Handhabe. Ich muss alles kaufen, wie ich diesen Kalender hier gekauft habe, Walt Disney, ja, und diesen Kalender Never Ending Story, also am 17. habe ich das, diesen Videoclip erstellt, weil ich sowieso hier arbeiten musste. Das ist eine Randerscheinung. Ich habe mir also bis heute nicht Mühe gegeben, um damit Geld zu verdienen. Ich habe mir keine Mühe gegeben, um irgendwelche Leute zu binden. Oder ja, ich habe natürlich eine Aufforderung, beziehungsweise habe höflich gefragt und ich habe gemerkt, die sich gemeldet haben, haben keinen Plan davon. Das bringt mir nichts. Also habe ich mich davon wieder getrennt. So ist das. So. Damit, ich hoffe, ihr meint nicht, ich bin wieder besoffen oder so. Ich gehe natürlich auf eure Sachen ein, besonders eure komischen Pamphlete da. Okay, mache ich später. Während der laufenden Sendung lohnt nicht und bekommt das hier nicht so in den Haken oben wieder rein. So, ich bin auch wieder weg. Wollte jetzt eine nicht nur englische Sache machen. Ich habe euch jetzt wieder zum Lachen gebracht, ich habe euch jetzt wieder dazu bewegt, da drunter zu schreiben. Ja, reicht ja schon, dass ihr überhaupt da was gemacht habt. Ne? Okay, I switched my brain from German now in English, alright. With audience, I have audience to Germany to explain in his my show. Thanks for watching. Maybe a friendship in the leveling belong to the old stars first time 42 years ago. It was a time 1979 and I have seen the first Star Wars, yes, cinema. Yes, his name was, here are only in Germany, Kick der Sterne, so war das, und er latschte dann daher, ne? Alright, I am 3-3-0, I am 3-3-0, I am a mechanic for only people to translate his voice, yes, 3-3-0. Ach ja, also wie gesagt, das ist eine Sendung gewesen, zur Erheiterung etc. pp. Und auch ein bisschen Satire und auch ein bisschen so ein Anriss auf Artikel bzw. der ganzen Verordnung, die uns vieles kaputt machen wollen. Ich gestalte weiterhin meine Sendung so, wie ich der Meinung bin, die zu gestalten, da ich wirklich 100 CDs habe mit GEMA-freier Musik auf. Ja, ist halt so. Kann es trotzdem sein, dass irgendein Freak da der Behauptung unterliegt, es wäre nicht so. Ja, wie gesagt, an alle Kunden, erschreckt euch nicht. Das war so eine Spontansendung, weil viele Kunden, habe ich ja gesagt, dass ich sowas machen werde wieder. An alle Kunden, auch Künstler, ich könnte mal eben kurz unterbrechen, das werde ich auch tun, weil ich unterbreche jetzt mal eben kurz, mache so einen Schnitt. Weil ich doch einigen, möchte einigen huldigen. Das hat jetzt zwar nichts mit Star Wars zu tun, aber es passt halt gut zu dieser Sendung, was man da alles so machen könnte, nicht nur Star Wars. Also ich unterbreche mal eben. Ne? This was the first cut in this show, because I only for. Yes, for what? For this. That's a. The greatest stars are only here are in Germany, you know? And I switch my brain to Germany. Okay, jetzt sind wir wieder in Deutsch. Und zwar hatte ich ja versprochen, mal hier meinen Kunden. Das sind meine Kunden, die ich da, wie gesagt, hier habe. And take a listen to these guys. Yes? And take a listen to these guys are only my heart field. That's group, music group. That's a music group. His name, my heart field. As the name of the group. So, dann haben wir hier noch, wie nennen die sich? Zwei Fingerbruch. Ne? Kurz Bütchen, Kalles Bütchen. Okay, zwei Fingerbruch, so heißt die Gruppe. Und denen habe ich da auch ein bisschen geholfen. Wie einer noch? Ja, Don and Ray, hatte ich glaube ich schon mal vorgestellt. Don and Ray
die auch Katzenklo macht mich doch bei der Katzenpro. Ja, genau, die Jungs haben dann hier ihre Sachen da gemacht etc. Ich finde es toll, was sie da so gemacht haben. Was haben wir hier? Ja, das ist Trish Galore. Trish Galore ist eine Autorin, der ich da auch schon einige Sachen gemacht habe. Dann haben wir hier 7-Liter Band Sunset Strip. Ja, wie gesagt, da hat man auch so verdammt lange her. Cookie! There was the cookie! Yeah, 7-Liter Band Sunset Strip. Ja, okay, das war wie gesagt for a long, long time. So, das haben wir dann noch. Ja, dann haben wir Musik ist mein Leben, sagt er. Hat er auch recht. Eine wunderbare Stimme. Das war eine Produktion in den Niederlanden. Dann weitere Niederländer. Das war hier, hey DJ, spiel mir mein Lied. Das hat sie in Deutsch gesungen, ist aber eine Niederländerin. Ihr Name ist Julia. Was sie heute so machen, weiß ich nicht. Das war auch mal eine Zeit lang. Dann haben wir die nächste. Nein, ja doch, die bleiben wir bei den Niederlanden. Die nächste aus den Niederlanden. Das war Sandra. Sandra auch aus den Niederlanden. Das sind also so Wohnorte um Venlo herum. Wie ihr seht, haben die Deutsch gesungen. Ne? Einmal süß und einmal bitter. Ich meine, wenn so Niederländer Deutsch singen, war schon eine tolle Sache. Die haben Stimmen. Das hat richtig Spaß gemacht. So, dann haben wir hier aus Bayern Angela Nebauer. Angela Nebauer, der habe ich auch geholfen, auch einigen Videoclips und so weiter. Hatte was mit Achterbahn zu tun und so weiter und so fort. Das Problem ist aber nur bei Künstlern, komme ich gleich drauf. Und das hier, die junge Dame, war aus Österreich hier. Auch Musik und so weiter, hat also auch viel Spaß gemacht. So, punkto Urheberrecht und punkto was weiß ich, ist alles genehmigt, alles unterschrieben, war alles unter Dach und Fach beim Sondersender Nordrhein-Westfalen. NRW TV gibt es auch nicht mehr in Düsseldorf, es gibt so vieles nicht mehr. Weder Kevego, weder 7Load oder andere. Clipfish ist auch nicht mehr so angesagt und mein Video auch nicht. So, wenn man also über 30 Jahre involviert ist im Monster Internet, am Anfang war es kein Monster. Ihr habt das Monster erweckt, ihr habt daraus ein Monster gemacht. Und noch einmal, ich hoffe, Sir Tim macht aus diesem Monster wieder ein ordentliches World Wide Web in Hoffnung. Ich hoffe auch, dass Disney sich beruhigt, beziehungsweise Star Wars beruhigt. Ich hätte ja, wie gesagt, mit ihm gesprochen. I think about only in German and I talk about in German to the Germany peoples are now here in the show. I tell because what we have to do are only by Facebook with yours group, also your group, you are the administrator or only of the group family Storms family. Okay, I make a show are only in Germany. This was the first show are only voices are only in English, but second I do no. Okay, wie gesagt, das zweite Mal werde ich wohl so eine Sendung nicht machen. Ansonsten werde ich so eine Sendung mit irgendjemandem, den ich auffordern werde, der aus Amerika stammt. Ich habe auch viele amerikanische Kunden hier, die sicherlich erstklassig Englisch auf den Weg bringen könnten. Und ich hatte das jetzt, wie gesagt, spontan gemacht. Ich hätte mir was ausgedacht, um ihm da zu huldigen, zu gratulieren für seine Idee, da im Garten eine Star Wars Geschichte zu machen, um den Sternen näher zu sein. Ich finde es gut. Ich weiß nicht, ein Deutscher kommt da wohl, glaube ich, nicht so auf diese Art von Idee. Aber egal. I hope you understand what I mean. Alright? Okay. Ja, Celebration Chicago im April 11 bis 15. Ich werde mir das Streaming anschauen. Ob ich daraus eine Sendung machen werde, weiß ich nicht. Ich werde mir auch sicher den Trailer ansehen und beim Super Bowl soll ja so ein richtiges erscheinen an Trailer oder Teaser, keine Ahnung, was sie da alles vorhaben. Disney ist ja momentan ein bisschen merkwürdig unterwegs, bedingt dadurch, dass 2018 leider kein Convention und nichts Weltbewegendes und dann auch der Wahnsinnsflop mit Han Solo da. Das war ja so eine Sache unter uns. Es soll ja an sich egal sein, was so fette Firmen da an Kohle machen. Es soll uns an sich total egal sein, was überhaupt Firmen machen, wenn uns das auf irgendeine Art doch gefällt. Also ich gefalle euch nicht, das weiß ich, trotzdem mache ich es.
weil den Amerikanern gefällt und den Chinesen gefällt, weil oder sogar Österreich gefällt. Ein Gruß an die Österreicher. Ich bedanke mich total recht herzlich. Ihr wisst ja, sonst wäre ja die liebe Dame Claudia sowieso nicht hier erschienen. Also in Österreich habe ich ziemlich hohen Zuspruch, was ich an sich sehr gut finde. Bin hochgradig irritiert. Das muss aber hier an Nordrhein-Westfalen liegen oder an den sogenannten Zuschauern, die halt nicht so hell sind oder nicht an Bildung oder an Bildungsgrenzen, die damit nicht klarkommen. Wenn einer vor laufender Kamera eine Sendung auf den Weg bringt, die nicht konform ist mit Webdia, die an sich Firmenproduktionen und etc., die halt Medien nur machen und somit auch Studios haben, die richtig Schotter kosten, die dann also richtig auf den Weg bringen können. Meiner einer als One-Man-Station muss natürlich das machen, was er hat und muss natürlich das machen, was er kann. Er kann zwar noch mehr, aber nur unter Geld, ist klar. Weil wenn Geld fließt, dann wird natürlich noch viel, viel mehr gemacht. Dann wird auch nicht improvisiert. Dann wird auch nicht einfach losgelegt, vor laufender Kamera irgendwas über Star Wars philosophiert, sondern da wird richtig gearbeitet. Die, die da waren, die wissen das. Ja? Nur, dass die nicht mehr da sind, hat seinen Grund, weil man sollte Ahnung haben von dessen, was man macht und man sollte Ahnung haben, was eine Firma darstellt. Dass ich da so ein bisschen merkwürdig rüberkomme zu euch, liegt daran, dass ihr irgendwas nicht verstanden habt. Aber das ist nicht so schlimm. Ich werde jetzt den Teufel tun, euch dieses beizubringen. Seid so, wie ihr seid und macht, was ihr wollt. Die Lurche da sollen ihre Lurche da lurchen und die X-Hamsters da sollen ihre Nackedeis oder Dirty Hobby frönen, auch im Status von Star Wars. Macht, was ihr wollt. Meiner einer macht es nicht. So. Thank you for coming. Thank you for looking. I say thank you and it was very nice to do that. Ja, es hat mir also unheimlich viel Spaß gemacht, so einen Blödsinn auf den Weg zu bringen. Wie gesagt, ich habe noch ein paar da. Für die, die das brauchen, jetzt mache ich mal wieder einen auf Unternehmer hier. Die sind noch nicht allzu teuer. Ich werde euch jetzt aber den Preis nicht nennen, weil das nur für meine Realkunden ist. Für meine Realleute, die halt hin und wieder mal so einen Videoclip sich anschauen. Ich werde also keine... Oh ja, meine lieben Freunde, it very nice, do you give me a like? Yeah? United States of America, please give me a like. Like, you are, no? Because you are followers. I want to follow 1,200 followers. You give me 1,100 follows and give me a like. It's very nice. Do you do that? Alright. Ja, wie gesagt, ich hätte schon sehr viele gehabt, die gesagt haben, schade, dass du nicht in Englisch machst. Ich will aber keine. Mensch, ich bin doch nicht besser wie The Star Wars Show. Ha? Star Wars Show, hallo? Star Wars kommen, das ist ja wohl, das haut ja wohl rein, oder? Und dieses KI-Gedöne da von Google, diese Translatings, die sind ja auch wohl katastrophal. Ich weiß überhaupt nicht, ob die Amerikaner und die Briten mich wirklich ordentlich verstanden haben. Ne? Ich habe ja sowas gemacht da wie This is the first program in English for United Kingdom and United States of America. Thank you for the Star Wars group family by Facebook. Star Wars is. I am 42 years old with Star Wars professional connections. I am not a fan, but a dealer and a service provider in the economic world of promotion and marketing for Lucasfilm and LucasArts games. Star Wars movie hier in Germany. Ja? Ja. Oder it's not so possible to live Star Wars as in United Kingdom or in the United States of America is unfortunately so the monster internet makes a lot of possible but science Star Wars now Disney heard a split came here. Yeah. Because the European universe with 1030-33 and Old Republic has a more affirmation and there is a lot of conventions.
Make it up voice that only want to make profit and not follow the social media trucks that fan to fan exchange. Or fan to fan exchange. Thanks for the nice convention. Yes, the US and the UK pages are just fantastic and worth seeing the UK and United States of America times the farce are what is not the case here in European and for technical made today the first show in English to make the first contact bridge built from old Star Wars to new Star Wars and for tele and for Tunnelly, I have no fans support me here on the spot, so you can't see this show only with me. I hope will be well understood now. Make a show for United Kingdom or United States of America. That's from Germany, our European. Few is not the community. Hit there, United Kingdom, our only United States of America. The Disney broadcast has the Star Wars show because European and Germany no such broadcast has been the ID just such and so make unfor Teleby not possible because Germans are a little different as United K or only United fans of America. I would like to thank you on this way to be the group Star Wars family and to create your ID in your garden Star Wars to be ably to be have what a nice ID is to be close to the stars. So I am now switched my brain from English to German to the German audience to explain it this show. Thanks for watching. Maybe a friendship in developing belong to the old stars first time 42 years ago, 1979. Okay, das habe ich jetzt nochmal wiederholt. Warum, wieso, weshalb ich jetzt halt so eine Twitter-Geschichte auf den Weg gebracht habe. Bin natürlich jetzt dieser merkwürdige 3DPO, Mensch, Maschinenkontakter da. Und das war halt eine tolle Idee, die euch natürlich mal wieder nicht gefallen hat, aber den Amerikanern, den Engländern und vor allen Dingen auch den Österreichern hat das gefallen. So, ihr Deutschen scheint ja wohl ein bisschen neben der Spur zu sein, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich meine, was ich da an E-Mails, wie gesagt, bekommen habe, die ich ja auf eine Art auch beantwortet und jetzt auch versucht habe, die Zungenbrecher da auf den Weg zu bringen, weil ich habe da einige Satzkonstellationen, noch nicht so ausgesprochen, müsste ich halt in der Linguistik nachschauen, wie die da ausgesprochen werden müssten. Unfortunately, unfortunately, zum Beispiel, das ist jetzt richtig ausführen. Anders tut, ist klar, du verstehst ja eh nichts, ne? Ist klar. Du willst auch nichts verstehen, ne? Ich spreche zu den Trollen. Na, ihr trolligen, rolligen Trolle, die da Star Wars niedermachen, vor allen Dingen so Typen wie meiner einer, der vor laufender Kamera spricht und sich anhören soll, dass er doch in Rente gehen möge oder schmatzt oder sonst hier. Ich meine, wenn ihr schon selber Schmatzer heißt, ist das ja in Ordnung, dass ihr Schmatzsätze da auf den Weg bringt. Oder Dr. Balokowski da. Na, alles so bekloppte Namen, die da irgendwelche Leute angreifen, nur weil diese Leute da irgendwas machen, so wie ich. Eine Show versuchen, aus Spaß, weil mir jetzt Spaß macht. Ich habe schon mal gesagt, ich mache es auch beruflich. Aber beruflich ist so eine Sache, die darf man halt nicht zeigen, das habe ich schon mal gesagt. Da, wo Geld fließt und ein sogenanntes Privateigentum entsteht, es wurde natürlich gedreht. Ihr könnt also diese Sendung hier, also die könnt ihr alle beim Sondersender sehen bei YouTube. Da, sie war da. Sie war nicht da, das war halt eine fernmündliche Geschichte, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Sie war auch nicht da, in den Niederlanden, die war auch nicht da, das war auch in den Niederlanden.
Er war auch nicht. Doch, er war hier. Er war hier, er war auch hier vor laufender Kamera. Und der Sondersender, da haben wir ja angefangen damit, war eine tolle Geschichte, er war da. Okay, die waren natürlich nicht da, 77 Summer Street Cookie und das Ganze da. Das ist eine andere Geschichte. Sie war auch nicht hier. Wir haben also, ihre Bücher sind aber hier. Die Bücher könnt ihr euch auch anschauen, könnt ihr auch lesen, wenn ihr möchtet. Trish Galore. So, die sind natürlich 100% hier. Don und Ray, die sind auch sehr oft hier. Nur kann ich solche tiefen Preise wie einen Copy Discounter leider nicht anbieten, weil ich zu hohe Preise habe. Also ich habe zu hohe Preise durch Firmen. So, der junge Mann war auch hier. Zwei Fingerbruch. Hat also auch Spaß gemacht. Ja, dann wie gesagt hier Hartfield. Hartfield ist auch hier, ist auch ein Kunde. Macht also auch Spaß. And to take, listen to this guys. My Hartfield. Ja. Also, ja. I say goodbye. See you later, alligator on the wire, crocodile. Alright. We are see in a cinema. We are sit there and looking of the night. Star Wars. Nice Star Wars. The nice Star Wars. Yeah. Huh? Yeah. It's coming from Disney Productions, Lucasfilm LTD, you know. All right, Kathleen Kennedy, the best regie maker, is for me Mark Hamill. Mark Hamill is the best regie or assistant for me. Ja, also für mich ist Mark Hamill an sich der bessere Regieassistent oder die beste Regie. Und da ich jetzt die ganze Zeit weiter improvisiere und natürlich auch wieder unterbrochen werde. Ach, herrlich. Ja, ist klar. Okay, ich unterbreche den ganzen Quatsch, weil das geht vor. Das ist vorrangig zu behandeln. Darüber habe ich auch einen Clip gemacht. Ja. Mal schauen. Okay. Ich unterbreche. Ich mache Tschüss. I say never goodbye. I say... See you later, alligator on the wild crocodile. We are CRs. Here are in the show, are only in Germany for Star Wars family. Alright, bye bye. You have failed me for the last time.